Moin Moin Freunde des guten Geschmacks, ihr seid wieder bei Nerd Taste, ich bin Stannis und hier gibt es nämlich heute einmal um die Set-Fotos, sogar gespoilert durch James McAvoy, S2. Also viel Spaß. Ja, es ist soweit, es gibt sogar die ersten Set-Fotos, nicht getwittert, die wurden auf Instagram freigeschaltet als Post von James McAvoy, ein Schauspieler, der natürlich, finde ich, einfach sehr Bombe ist. Und ihr seht ja mal jetzt ganz kurz gleich erstmal den ganzen Cast, der überhaupt mitmacht bei S2, bei It 2, also It 2, Chapter 2. Und ich fand den ersten ja auf jeden Fall sehr gut. Und ich weiß ja nicht, wie ihr den fandet, aber trotzdem, es wird natürlich so ein paar Leute wieder vom ersten Teil weitermachen. Wer jetzt damit macht und die Set-Fotos, die seht ihr nämlich gleich. Auf den ersten Foto sehen wir erstmal den ganzen Cast, der Club der Loser, wo sie aber natürlich älter sind. Wie in der alten TV-Folge, sag mal, also den Zweiteiler, sieht man natürlich im zweiten Teil auch hier einfach die älteren Charaktere, wie sie alle, sag ich mal, aufeinander zeigen und so weiter. Man sieht ja hier James McAvoy, Jennifer Chastain und noch viele mehr. Dann gehen wir zum zweiten Foto. Da sieht man alte Polaroid-Fotos mit allen Stars, auch wieder die größeren, aber auch so ein bisschen die kleineren aus dem ersten Teil. Also, da werden wohl auch die Jüngeren vielleicht als Rückblende wieder mitspielen, als Flashbacks, klar, ne, was passiert ist. Und wir sehen natürlich jetzt erstmal hier, der Bill Dembrough wird gespielt von James McAvoy. Und im ersten Teil war es ja Jaden Liberher gewesen. Die Beverly Marsh, die wird gespielt von Jennifer Chastain. Und im ersten Teil war es gewesen einmal Sophia Lillis. Bill Hader spielt den Richie Toise, auch so ein ganz komischer Name. Und Finn Wolfhard, der auch jetzt sehr aufgestiegen ist durch Stranger Things und so weiter, spielt halt im ersten Teil den Richie. Dann haben wir Ben Hanscom. Wird gespielt von Jay Ryan. Man sieht hier auf jeden Fall, wie er vom dicken Junge zu einem, sag mal, einem Schönling wird. Und im ersten Teil wurde er halt gespielt von Jeremy Ray Taylor. James Ransom spielt den Eddie Casbrack. Und er wurde im ersten Teil gespielt von Jack Dylan Grazer. Andy Bean spielt den Stanley Ruris. Und der wurde halt gespielt von White Olaf in dem ersten Teil. Mike Hanlon, der ja in der ersten, also im ersten Teil weniger Screentime hatte, wo ich sag mal, der kam ja auch im Original erst nicht so viel auf, wird halt diesmal gespielt von Isaiah Mustafa, ganz komischer Name, und wurde gespielt im ersten Teil von dem jungen Chosen Jakob. Ja, ich merke schon, das sind aber komische Namen, wo auch, sag mal, es sind einige Superstars dabei, aber auch weniger Unbekannte. Da bin ich mal gespannt, wie das überhaupt wird. Haben wir noch jemanden vergessen? Das waren die Z-Fotos gewesen, das waren ja nicht viele und so weiter, von James McAvoy. Oder halt, was da drin vorkommen soll. Durch comingsoon.net habe ich das ja gesehen. Sehr interessant auf jeden Fall, muss ich mal so jetzt sagen. Und was sagt ihr denn zu dem Cast? Ist der gerechtfertigt? Weil ich finde, James McAvoy, Jennifer Chastain, die sind ja schon sehr gut. Auf jeden Fall, ne? Haben sie schon vielmals bewiesen. Schreibt das mal in die Kommentare. Was wünscht ihr euch denn im zweiten Teil? Ich hoffe mal, der wird den ersten natürlich wieder gerecht, ist auf jeden Fall klar. Und die werden noch eine Spur härter sein. Der erste war ja schon von den Jumpscares schon sehr gut umgesetzt gewesen. War schon ein bisschen teilweise blutig. Aber ich glaube, der zweite Teil wird noch eine Schippe drauf mehr rauflegen. Ich denke mal, das wird der Andres Muschietti machen und wir sind, glaube ich, einfach gespannt. Das Drehbuch wird natürlich wieder von Gary Doberman gespielt und der Pennywise wird weitergespielt von Bill Skarsgård. Der wird ja am 6. September 2019 in die amerikanischen Kinos kommen und ja, wann da ein Trailer rauskommt, da bin ich auch mal gespannt. Da werde ich auf jeden Fall was zu machen. Und ich würde sagen, Leute, lasst ein Abo hier und bis dann und ciao und bam!